Hey, da war ich noch drin. Arschloch. Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Warum machen wir das hier wirklich? Der Rest der Welt könnte uns so am Arsch vorbeigehen eigentlich. Müsste uns so am Arsch vorbeigehen. Ja, Leute, steht ihr jetzt hier nur rum und wartet darauf, dass die Frau irgendwas macht oder wie oder was? Anscheinend. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was das bedeutet? Zweite. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Weil wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Schönes U-Boot. Klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Okay. Wobei man sich jetzt mehr oder weniger zu Recht natürlich fragen darf, inwieweit das Standard ist, in der CIA-Ausbildung zu lernen, wie man U-Boote steuert. Aber okay. Geh tiefer. Ich nehme das mal hin. Nicht mehr weit. Darf ich jetzt... Oh mein Gott, ich darf so U-Boot steuern. Dup, dup, dup. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Tupu, 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 tupu. Kutter, da, da, da. Ja, auf diesem Kutter bin ich Kapitän. Ich fahre links, ich fahre rechts. Ich fahre den Lichtern hinterher. Hier ein paar Fischis da und dort. Und die Sicht ist mies. Ach was. Hier, da, dort. Solange jetzt nicht irgendwelche Untersee-Bewohner auftauchen oder so, die mir unlieb sind, dann passt das schon. So, hier ein bisschen, da ein bisschen. Ich meine, die haben genug Lichter hier angemacht. Von daher, von wegen Sicht ist mies. Passt schon. So, kann ich irgendwie... Nein, zu Aiden kann ich nicht wechseln. Ob Aiden auch unter Wasser funktioniert? Ob er dann langsamer ist? Oder ob das für ihn nicht gilt? Ob das... Das ist eine gute Frage, oder? Und immer noch ist nicht hundertprozentig erklärt. Ich meine, ja, sie hatte zwei besondere Eltern mit telepathischen Fähigkeiten. So irgendwie einen männlichen und weiblichen Origella, die sich gepaart haben. Und daraus ist Jodie entstanden. Aber was hat das Ganze jetzt mit dem Geist zu tun, der mit ihr verbunden ist? Das verstehe ich noch nicht so richtig, aber gut. Ob wir noch die Antwort erfahren werden? Ich sehe jetzt übrigens nichts mehr. Wo muss ich? Hier muss ich hin. Okay. Da. Siehst du das Licht? Zum Aufhören, dich so nach vorne zu beugen. Ist mir voll die Sicht. Hui. Ich hoffe, er will keine Antwort. Schnieschnar schnupsen. Geschnupst. Geschnupst, verschnisselt. Verschusselt. Nicht anhalten, einfach drauf. Ich finde es schön, dass sie draußen noch das Logo von ihrem Tatschikes, Katsukes, Katsaches, Kazingel, Zongel, Zan, Zong, Zan, Tan, von ihrem Land da eben, dass sie das angebracht haben. Damit es gut sichtbar ist.
für jedwede Besucher oder so. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Jetzt verstehe ich die Szenerie hier besser. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Ja, solange nicht ich leide. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Und Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Du hast doch schon gesagt, dass du uns beide umbringst. Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Kaffee wäre schon mal fein. Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Ich meine, es ist doch jetzt sowieso klar, dass wir geschnappt werden, oder? Weil sonst würde die Szenerie doch eben gerade keinen Sinn ergeben. Also irgendwie... Widerstrebt es mir, jetzt etwas zu tun, von dem ich sowieso weiß, dass es nicht klappen wird? Zumal ich wahrscheinlich genau so fehlschlagen muss, so wie es das Spiel es will. Oder kann ich jetzt irgendwas Bestimmtes hier machen? Oder so. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Ja, die haben bestimmt was Ansteckendes. Mind Control. Was? Aber sei still und folg mir. Gott, das geht. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass was nicht stimmt. Wo ist Kondensator? Achso. Achso, die gehen absichtlich so getrennt. Also, der Kommandant halt als erstes, dann ein bisschen Ryan und dann ganz zum Schluss irgendwie Jody. Okay. Ah, Schnu. So. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Es ist zu einfach, da ist was faul. Hoppla. Jody, was ist da los?
Leiter, Liga ein! Okay, das erklärt ein bisschen was. Und so kam Aiden nicht mehr hinterher. Aber kann er vielleicht irgendwie... Er ist frei. Er ist nicht mehr an Jolly gebunden. Das heißt, wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen, theoretisch. Sofern wir so etwas Ähnliches wie einen Lebenszweck hätten, wenn wir ohne Jolly funktionieren. Aber okay. Wir gehen jetzt mal hier so der ganzen... dem ganzen Dings da so hinterher. Mach nochmal Mind Control. Bing. Aber ja. 你在这干什么？这没你什么事，毁你的隐去去！我的天哪，怎么回事？ So, Moment. Mind Control. Ja, bitte. Moment. Ist das Ding jetzt noch an oder nicht? Oder doch? Oder wie? Oder was? Oder wo? Haben die das jetzt? Bin mir nicht sicher. Zumindest an der Sicherheitskarte. Nee, das Ding ist noch an. Was mache ich denn jetzt? Moment, irgendwie muss ich die beiden Schwachmaten da aus dem Raum rausbekommen. Ja, keine Ahnung. Aiden, ich brauch dich. Ja, ich weiß doch. Was sind das für Räume hier? Schlafbereiche. Hi. Hat hier vielleicht irgendjemand eine Waffe oder so? Xingshang und Chongchang und Chingelchangelchungel. Tragt ihr alle keine Waffen bei euch? Chinese geht um. Wer sich umdreht oder lacht, wird vom Chinesen angemacht. Ich weiß nicht wohin. Dumm, die dumm, die dumm, dumm. In solchen Situationen. Oh, die Kantine. Oh, das ist toll. In solchen Situationen wäre es irgendwie ganz schön, wenn man noch eine Renntaste oder sowas hätte. Kann ich mir irgendwas machen? Eine Mikrowelle? Nein. Wo bist du, Aiden? Weiß ich selber nicht so genau. Gucken hier was Bestimmtes? Ist was Spannendes? Kann ich mitgucken? Anscheinend nicht. Das ist voll doof, Leute. Na gut, aber die sind voll abgelenkt. Das bedeutet, dass ich hier immer noch nicht weiter kann. Was ist das für eine seltsame... Achso, diese Barriere soll wahrscheinlich auch verhindern... Oh, das ist die Dusche, cool. Diese Barriere soll wahrscheinlich auch verhindern, dass irgendwelche Geister rauskommen können, oder? Kann das sein? Also nicht unbedingt so als Schutz vor Leuten wie Jody, die mit Geistern verbunden sind, sondern eher so als Sicherheitsmaßnahme. Ich find's toll, dass ich diese ganzen Räumlichkeiten hier besuchen kann, aber es ist absolut unnütz. Weil hier auf dem Klo kann ich auch nichts machen. Ich weiß, Jody, ich weiß. Ich kann mich übrigens auch nicht umgucken. Also ich bin hier im Körper von ihm gefangen. Na gut, jetzt haben mich die Leute halt rausgeschickt. Ich weiß nicht. Wenn ich hier nach vorne, in den vorderen Bereich gehe... Funktioniert auch nicht. Ja, sag mal, dann... Weiß ich nicht. Wir gehen ja jetzt nochmal rein, keine Ahnung. Es würde wohl möglich sein für einen, die beiden Holzköpfe da vorne irgendwie zu betäuben, oder weiß ich was. Ah, hier, Werkzeug. Das sieht doch gut aus. So. Oder? Muss mal irgendwo was rumliegen. Was ist denn die Werkzeugkiste... Ja, genau. Sowas in der Art habe ich auch gebraucht. Eine echte Waffe für Männer.
Ist hier drüben noch was? Oh! Das wäre natürlich auch gut gegangen. Ah! Ah! Okay, das lasse ich mir gefallen. Dup, di, dup, di, dup, dup, dup. Ah! Aha! Hoffentlich hat das Ding Schalldämpfer. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber. Hallo Leute, ich mag euch nicht. Ja, gut, der sagt jetzt irgendwelchen Leuten Bescheid oder so. Oder auch nicht. Ach so. Oh Gott. Okay. Wir haben das Tor zur Hölle aufgestoßen. Was vermutlich schlecht war. Aber egal. Jody? Jody! Lass mal verarzen. Ryan ist uns übrigens egal. Nur so. Aiden. Du bist hier. Ja. Schnell. Hol mich hier raus. Ja, ja, kein Ding. Okay. Okay. Kann ein bisschen länger dauern. Ah, gut. Ich muss erst Ryan finden. Wieso? Wir brauchen ihn nicht. Jody! Ryan? Ryan, bist du da? Oh, wird es sein müssen. Bring sie. Schnell. Ja, wahrscheinlich sollte ich mich zuerst um die Tür kümmern und ihn dann erst verarzten, aber... So. Jody, geh da bitte weg, sonst. Okay. Alles okay? Musst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja, ja, alles klar. Geh zu den U-Booten. Warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Und der ist wo? Ah, da. Ist gebongt. Aber Ryan brauchen wir trotzdem nicht. Bin ich der Meinung. Flup. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ja, nimm, nimm. Okay. Mal auf. Oh, verdammt. Aha. Ja, sowas in der Art. Haben wir fast gedacht. Okay. Keine Ahnung, wo es lang geht. Immer den komischen schwarzen Existenzen nach, würde ich sagen. Passt schon. Nee, Moment. Ist das hier der Anfang oder der Ausgang oder der... Ich weiß nicht was. So richtig interagieren kann ich momentan auch nicht mit den Viechern. Na, solange sie Jody nicht angreifen, ist es vielleicht nicht so schlimm. Halt, Moment. Hätte man irgendwas machen können?
Ja, ja, bewegen. Ich weiß, dass du nicht gerne über Leichen drüber steigst. Ultra sexy Transformation. Yeah. Wir sind jetzt, weiß ich nicht. Wir stecken jetzt in einem Anzug wie in Dead Space. Scheiße, ich hab echt Angst, ein. Nicht weit weggehen. Und da ist wieder meine Frage. Funktioniert ein unter Wasser überhaupt? Oder nicht? Gut, mal gucken.